Würstchen kaufen, so Wiener Würstchen kaufen kann mit Senf und Berliner Pilsner und so. Und kamen wir so ins Reden, Wolfgang und ich. Und Wolfgang, ich hatte da gerade irgendwie ein neues Handytelefon und Wolfgang meinte, du, da musst du dir eine App runterladen, die ist einfach total super. Und das ist nämlich Spread the Sign, kann ich nur jedem empfehlen, könnt ihr auch alle jetzt machen. Das ist dann auch so ein bisschen Hintergrundgeräusch. Spread the Sign ist eine App, die sozusagen eine Art Online-Vokabular ist für Gebärdensprache. Also ich heiße immer noch Dax, war allerdings auf Russisch. Das wusste ich nämlich auch nicht, dass Dax auf Deutsch heißt, glaube ich. So und so. Es gibt also ganz viele verschiedene Sprachen und in all den Ländern, wo Dax zum Beispiel dann eine Sprache im Sprachgebrauch ist, hat das dann wieder eine andere Handbewegung, die kann man aber alle nachgucken in Spread the Sign. Und das war mir, wie gesagt, nicht bewusst, dass ich dachte immer, das sei so eine Art Esperanto, aber wie Wolfgang mich aufgeklärt hat, ist diese Sprache, das ist die Gebärdensprache, natürlich in jedem Land aus einem eigenen, aus seiner eigenen Kultur entstanden. Aber was rede ich da? Wolfgang Müller und Chris Dreier werden gleich etwas aufführen, das vielleicht einer ganz kleinen Einführung bedarf. Ich bin gleich fertig. 1919 tanzte Valeska Gerd die Pause. Sie stellte sich einfach hin auf die Bühne und nichts passierte ansonsten. Und das war 1919. Und in gewisser Hinsicht kann man sagen, sie war eine Prophetin von Fluxus. Und sie tat es Jahrzehnte, bevor John Cage die Stille zur Komposition erklärte. Genau, und Gerds Tanzfigur Pause diente Wolfgang Müller als Anregung für sein Hörspiel Intervallum, eine Hommage an die Pause, das er gemeinsam unter anderem mit Chris Dreier aufnahm. Applaus für Wolfgang Müller und Chris Dreier. Willkommen zu einem 30-Sekunden-Crashkurs der Missverständniswissenschaft. Ich möchte Ihnen meinen Gast Chris Dreier vorstellen. Thanks for having me on your show. We are already in the middle of a 30-Second-Crashkurs in the Science of Misunderstanding. 4:33 ist eine Komposition in drei Sätzen. 4:33 is composed of three movements. Im Hintergrund sehen Sie Valeska Gerd bei ihrem Tanz Pause von 1919. In the background you can see Valeska Gerd's dance Pause from 1919. Wir möchten heute 4:33 in den Tanz Pause übersetzen. Today we like to transform 4:33 into the dance Pause. Währenddessen spielen wir den Track Sendepause von unserer neuen Platte Sprechpause. We play the track Sendepause from our new record Sprechpause. Wir bitten Sie, die Musik zu überhören und sich voll und ganz auf den Tanz zu konzentrieren. We kindly ask you to ignore the music and fully concentrate on the dance. Thank you.
Vielen Dank, Chris Dreier und Wolfgang Müller. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, sind die beiden die einzigen, zumindest ist mir das auch beim Soundcheck vorhin nicht weiter aufgefallen, meines Erachtens sind die beiden einzigen, die tatsächlich streng nach Partitur heute 4 Minuten 33 gespielt haben. Es ist ja tatsächlich dieses Stück bei Schott erschienen, es ist relativ dünn, das Notenheft. Ich hätte ja auch meine Rede da drin verbergen können, es hätte ein bisschen gelehrter vielleicht ausgesehen. Aber ich bin Mann des gedruckten Papiers, also von daher, das muss jetzt so sein. 1989 traten die einstürzenden Neubauten in Turin auf, in Lingotto, in einem Raum der Fiat-Werke, die oben ganz berühmt diese riesige Rennstrecke haben, wo die Fiat-Autos, also bevor sie dann im Katalog wegrosten durften, Runden gefahren sind, um zu gucken, ob zumindest der Motor überlebt. Und diese Fabrik wurde irgendwann, wie so viele Fabriken, abandoned, sie wurde stillgelegt. Man wusste nicht, was tut man nun also mit dieser Fabrik. Und da kam jemand in Turin auf die Idee, Gentrification. Wir müssen Künstler einladen, die da sozusagen Konzerte geben. Und dann können wir da auch den Mediamarkt später reintun. Gesagt, getan, tatsächlich ist jetzt der Mediamarkt drin. Aber 1989, als das alles noch so eine riesige Brache war, und um zum Konzert in Neubauten zu gehen, ging man dann immer so über so kaputte Spritzen rüber, die knirschten dann so unter den Schuhen. Und die haben eine site-specific Performance gemacht im Lingotto. Die haben nämlich Raummikrofone, die haben Mikrofone, Richtmikrofone in den Raum gerichtet und in die leere Halle. Das heißt, die haben sozusagen die Stille im Raum aufgenommen und amplifiziert über die PA, die Lautsprecheranlage, die dann da aufgebaut hatten. Und je mehr sich der Raum füllte, desto mehr wurde natürlich amplifiziert und die Zuschauer haben sozusagen ihr eigenes Konzert gemacht. Ich erwähne das aus zwei Gründen. Einerseits gibt es ja das Missverständnis, dass die einstürzenden Neubauten sich nach dieser Halle, also der ehemaligen Kongresshalle, jetzt heißt sie ja Haus der Kulturen der Welt, andere nennen sie die Spandauer Auster, benannt haben, nur weil das Ding zusammengekracht ist. Und da darf man eigentlich auch gar keine Witze drüber machen, weil da ist nämlich ein Kollege vom Radio gestorben, vier sind schwer verletzt worden. Das war am 21. Mai 1980, die Neubauten hatten sich aber tatsächlich schon am 11. April, glaube ich, des gleichen Jahres in einer komischen Diskothek namens Moon hier in Berlin gegründet. Von daher ist also, stimmt es nicht, dass die sich danach benannt hätten, aber aber so geht halt das Gerücht und ich räume mich jetzt mal mit auf mit diesem Gerücht. Nun ist es nicht so, dass die einstürzenden Neubauten als nächstes auftreten, um hier John Cage sich zu widmen, obwohl Dixer Bargeld ein großer John Cage-Fan ist, wie ich weiß. Nein, als nächstes kommt Mary Oldshire und sie hat ein ganz ähnliches Konzept wie die einstürzenden Neubauten seinerzeit in Lingotto. Mary Oldshire. Thank you.